Salam alaikum, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen weiter mit unserer Arabischgeschichte. Der letzte Satz war Lakinnahu yadrusul iqtisada, sorry. Aber er studiert Wirtschaft. Lakinnahu yadrusul iqtisada. Iqtisada. Iqtisada ist Infinitivform, neunter Stamm. Also Iqtisada. Neunter Stamm. Infinitiv, Iqtisad, ja, das ist Infinitiv, das ist quasi ursprünglich ein Verb, das wurde zu einem Nomen gemacht, kann man so sagen, vereinfacht, Iqtisad. Also wenn immer das ja das Stamm die Stammwurzel ist Kaf, Sad und D und in der Form Iqtisad ist das immer der neunte Stamm wie Frala. Frala ist erster Stamm. Ich schreibe das jetzt, damit es schneller geht, schreibe ich das mal auf Latein. Frala. So, Frala. Das Apostroph ist ein Ein. Frala ist erster Stamm. Und wenn ich jetzt schreibe Ifala, Ifala ist der neunte Stamm Infinitiv. Das machen quasi. Mach ich das wieder weg? So, aber er studiert Wirtschaft. Der nächste Satz. Ich muss erst noch mal wieder reinkommen. Al-Yawma yushahiduna kuratal qadami wa ba'da dhalika Yashribuna Sheya Ma'badin. Also, auf Deutsch quasi. Al-Yawma, sagen wir erstmal, übersetzen wir das Stück für Stück. Al-Yawma ist heute. Yushahiduna, schauen Sie. Schauen Sie, Plural. Männlich oder männlich-weiblich gemischt. Fußball. Fußball. Okay, erstmal das. Heute schauen Sie Fußball. Al-Yawma oder Al-Yawm, wie ihr seht, heißt wörtlich der Tag. Aber eigentlich heißt das sinngemäß heute. El-Yauma ist, wie ihr seht, mit ein Fatha versehen am Ende. Das ist immer so. Es heißt nicht El-Yaumu, weil nominativ und determiniert, also mit einem bestimmten Artikel, das All. Könnte es eigentlich El-Yawmu heißen, aber es heißt El-Yawma, das ist fest. Genauso wie Amsi ist gestern und oder Ams, aber es heißt nicht Amsu, es heißt immer Amsi.
Und naja, Zeitangaben, wie zum Beispiel El-Yaum, El-An und so weiter, sind normalerweise am Ende mit Fatha. Nur Amsi ist eine Ausnahme. Also El-Yauma oder El-Yaum heißt heute. Yushahiduna heißt, sie schauen. Die Wurzeln sind Shin, hier das Shin, Ha und D, Shahada quasi. Shahada ist auch Zeuge sein, zum Beispiel Shahid, das okay, also Yushahiduna, das ist ein Aktivverb. Ja, Aktivverb, dritter Stamm, Mehrzahl. Ja. Yushahiduna. Ja, ich schreibe das mal so. Also, dritter Stamm. Yushahiduna, dritter Stamm. Mehrzahl sie. Der dritte Stamm. Die Charaktereigenschaft vom dritten Stamm ist hier das hier am Anfang mit Dhamma, Yu, dann mit einem langen Alif und mit die zweite Wurzel hat ein Kasra und dann also er schaut würde heißen Yushahidu, aber weil es Mehrzahl ist, mehrere, heißt es Yushahiduna. Heute schauen Sie Fußball. Fußball ist Kurat al-Qadami. Also wörtlich. Sie schauen Ball des Fußes, weil Kura heißt Ball oder auch Kugel. Wen schauen Sie? Fußball, also Kurata mit natürlich wegen Akkusativ ist am Ende des Verbs ein Fatha und weil das eine Genitiv Verbindung ist, ist aber nur der erste Teil im Akkusativ und der zweite Teil bezieht sich ja auf den ersten Teil, also Ball ist der erste Teil des Fußes, ist der zweite Teil, aber der zweite Teil ist nicht im Akkusativ, sondern im Genitiv. Also Kuratal Kadami. Und das Tamarbuta, das wird zu einem T, weil das hier verbunden wird. Das Alif ist stumm. Kurat al-Qadami. Qadami. Okay, das war der erste Teil. Al-Yawma yushahiduna Kurat al-Qadami. Qadami. Qadami. Wa ba'da dhalika yashribuna ash-shayya. So. Wa ba'da dhalika, wie ich schon gesagt habe. Zeitangabe ist am Ende meistens mit Fatha, wie El-Yauma, also wa ba'da dhalika und danach. Und danach.
oder nach diesem wörtlich gesehen, weil Selika ist ja dieses. Selika heißt dieses, haben wir auch schon gemacht. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann schaut eins von meinen älteren Videos. Wabade Selika und danach Yashribuna, wieder Mehrzahl, sie trinken und die Wurzel ist Shin, Ra und Ba, Sharaba heißt trinken oder auch rauchen, je nach Kontext, aber meistens trinken. Und ja, Shariba, also Vorsicht, es heißt Shariba, also Shariba. Shariba. Es heißt nicht Sharaba, weil in manchen Dialekten heißt es Sharaba, aber auf Hocharabisch heißt es Shariba. Das ist wie gesagt Mehrzahl. Shariba ist erster Stamm. Das merkt man, weil es am Anfang mit Fatha ist. Und ja, erster Stamm, Mehrzahl. Yashribuna. Yashribuna, sie trinken. Wen? Ashaya. Oh, Ashay. Den Tee. Also auf Deutsch würde man sagen, also heute schauen sie Fußball und danach trinken sie Tee. Ja? Aber wörtlich gesehen sagt man auf Arabisch, sie trinken den Tee. Weil das ist ja determiniert. Merkt man nicht bei der Aussprache, weil das ist ja ein Sonnenbuchstabe. Das Lam wird assimiliert. Man sagt nicht Al-Shay, sondern Eshay. Yashribuna Shay. Sie trinken den Tee, wörtlich gesehen. Aber auf Deutsch, sie trinken Tee. Irgendeinen Tee ist nicht wichtig, unbestimmt. Aber auf Arabisch immer, sie trinken den Tee. Heißt also irgendeinen Tee. Ashaya ist wieder mit Akkusativ. Den Tee. Ma'bad. Ma'badin. Mit. Bad. Wie kann man das übersetzen? Mit einigen? Ich weiß nicht, Mabat heißt auf jeden Fall zusammen. Miteinander könnte man sagen. Und Ma ist wieder eine Präposition. Und weil Bad, also indeterminiert ist, kommt ein Tanwin, glaube ich heißt das, oder ein, ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sonst korrigiere ich mich noch selber. Ma'badin ist ja Genitiv unbestimmt. Ma'badin. Also der Satz ist dann Al-Yawma يشاهدون كرة القدم وبعد ذلك يشربون شيئا مع بعض. Oder wenn man jetzt Umgangssprache sagen würde, dann würde man sagen zum Beispiel in Harda يشربوا كرة القدم وبعد كده يشربوا شيئا مع بعض. Das wäre jetzt auf Ägyptisch. Aber man könnte auch sagen Al-Yawm Yushahiduna Kurat al-Qadami oder Kurat al-Qadam wa Ba'da Zalika Yashribuna Shay Ma'bad. Es ist fast das gleiche, okay? Und
Das war es auch schon. Ich habe so ein bisschen länger gemacht oder länger gebraucht. Und ja, bis zum nächsten Video. Master Lama.